Wir sehen hier ein Modell der Stadt Wien, einige Jahre vor dem Beginn der Ringstraßenbauten. Man sieht hier sehr gut die Stadtmauer mit den vorspringenden Basteien, die dazu dienten, die Feinde besser zu sehen und auch besser unter Beschuss nehmen zu können. Dieses freie Gelände hier ist der äußere Burgplatz und vor den Stadtmauern sieht man das abgeholzte freie Land, das sogenannte Glacis, um die Feinde früher zu sehen. In der Mitte des Modells ist ganz deutlich der Stephansdom zu erkennen, der eigentlich schon in seiner heutigen Form dasteht. Das nächste Modell der Stadt Wien sehen wir hier aus einem Zeitraum von ungefähr 1900. Man sieht bereits die Ringstraßenbauten, hier zunächst mal der Stadtpark. Hier sehen wir die Karlskirche. Und dann geht's schon los mit den Ringstraßenbauwerken. Staatsoper, Burggarten, Hofburg, die zwei Museen, weiter über den Volksgarten zum Parlament, Richtung Rathaus und Burgtheater, führt der Weg um die Ringstraße und endet bei der Votivkirche. Was wir noch nicht sehen können, weil er erst im 20. Jahrhundert gebaut wurde, ist der Ringturm. Und in der Mitte des Modells natürlich der Stephansdom. Der Wienfluss ist 34 Kilometer lang, Hauptfluss vom Wiener Wald. Er gilt als Wildwasser, Hochwasser. Die Terrassbüchse ist ungefähr 500 Jahre alt. Die Terrassbüchse ist so etwas wie eine Kanone. Man hat sie als Kanone benutzt. Hier ist die Terrassbüchse. Das ist ein Schreibsekretär. Es ist circa 200 Jahre alt. Es hat mehrere Schubladen und man kann drauf schreiben. Fichten- und Brennenholz, funiert, erworben 1981. Das ist der Giraffenklavier aus dem Besitz von Josef Lander. Erworben 1909. Giraffenklaviere, die zur Gattung der Hammerklaviere gehören, wurden in Wien von 1804 bis etwa 1850 gebaut. Das ist ein Kabinettschrank, der vor 150 Jahre alt ist. Das ist die Wohnung von Franz Grillparzer. Der Schriftsteller Franz Grillparzer bezog die Wohnung am 1. Mai 1849. Er lebte dort bis zu seinem Tod. Fräulein Katrin richtete das Haus ein. Er wollte, dass sein Haus im Rathaus gezeigt wird. Die haben es aber hier gezeigt. Hier sehen wir den Schreibtisch, an dem Franz Grillparzer wahrscheinlich einige seiner bekannten Werke verfasst hat. Da hinten. Ich erzähle euch heute etwas über den goldenen Dämmerring mit drei Steinen, die Glaube, Liebe, Hoffnung symbolisiert. Ein Geschenk von Franz Grillparzer an Katriana Fröhlich, mit der er wechselhafte Liebesbeziehung hatte. Das ist der Herr Franz Grillparzer. Dieses Bild hat Ferdinand Georg Waldmüller gemalt. Es ist,
Es ist über 150 Jahre alt. Und das ist das Bild. Das ist Kaiser Franz Josef. Der Künstler, der dieses Bild gemalt hat, ist unbekannt. Kaiser Franz Josef hat das Ding, hat die Ringstraße bauen lassen. Das ist ein Kinderbett. Erfunden von Josef Hoffmann 1908. Für Dr. Hans Salzer. Die Höhe und die Länge ist identisch. Es entstand für den Sohn von Dr. Hans namens Hans. Josef Hoffmann wollte ihm, also dem Dr. Hans, eine Wohnung einrichten. Das Kinderbett war eben für den Sohn und es besteht aus Holz. Ich präsentiere euch heute vom Otto Wagner. Otto Wagner war ein Architekt, der Wiener Stadtbahn. Otto Wagner lebte von 1841 bis 1918. Hier habt ihr ein Bild zu sehen. Heute erzähle ich euch über die Statue des Fußballvereins FAT. Sie wurde viele Jahre in Verwendung gebracht. FAC ist die Abkürzung von Floridsdorfer Athletic Club.